Willkommen zu XXL Info Kompakt. Heute ausnahmsweise auch mal mit einer guten Nachricht, zumindest mit einer guten Nachricht für die Freunde, für die Fans, für die Anhänger von Julian Assange, dem WikiLeaks Mitbegründer und Koordinator. Er ist seit gestern, das meint seit Donnerstag, wieder frei. Wenn auch unter hohen Sicherheitsauflagen. Er befindet sich zurzeit in London und darf dort mit einer Fußfessel bei einem seiner Unterstützer leben. E-Mails sind für ihn tabu, ähnlich wie auch das Lesen von Zeitungen. Julian Assange wird verfolgt wegen einer möglichen, beziehungsweise wegen des Verdachtes auf eine mögliche, beziehungsweise eine mögliche sexuelle Belästigung in zwei Fällen. Die Auflagen sind streng, die Londoner Richter haben weise entschieden, Julian Assange ist frei. Das wird viele WikiLeaks-Freunde und Unterstützer aus aller Welt erfreuen. Die Seiten von wikileaks.org werden inzwischen ja auch wieder gespiegelt und sind wieder erreichbar. Eine Nachricht gibt es in der Nachricht noch selbst, die nicht so erfreulich ist. Julian Assange befürchtet, dass er weiterhin in die USA abgeschoben werden soll, dass es die Planung dazu gibt. Schweden und die USA seien weiterhin bestrebt, ihn in die USA auszuführen bzw. in die USA auszuliefern. Nicht jedoch wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung, die in Schweden stattgefunden haben könnte. Bitte denken Sie an Artikel 11 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Zunächst gilt die Unschuldsvermutung, solange bis kein ordentliches und öffentliches Gerichtsverfahren stattgefunden hat. Das heißt, es sind Spekulationen und die Anhänger und Medienbeobachter aus aller Welt befürchten, es könnte ja auch um eine Verschwörung sich mit diesen Anschuldigungen handeln. Ob das so zutrifft oder nicht, das steht auf anderen Blättern geschrieben, wir wissen es nicht. Der Jubel in London, in Großbritannien, war aus Anlass der Freilassung von WikiLeaks-Chef und Mitbegründer Julian Assange sehr, sehr groß. Dennoch ist die Gefahr nicht vorüber, dennoch sind die Anspannungen nicht vorüber. Julian Assange hat sich bei den US-Behörden, insbesondere dem US-Militär, offensichtlich viele Feinde geschaffen und sehr unbeliebt gemacht mit der Veröffentlichung von mehreren tausend US-Depeschen. Soweit mit einer Kurzübersicht aus der Nachrichtenredaktion von XXL Info Kompakt. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort von Radio TV IBS Liberty. Mehr Informationen finden Sie bei 3mnews.org, 3mnews.org in unserem Nachrichtenbereich. Und mehr Informationen zu Radio TV IBS Liberty finden Sie bei www.ibstelevision.org. www.ibstelevision.org. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm-Saberort.